Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 8. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Ich habe das überlegt und ich dachte, ich biete es auch an, weil das ist für euch vertrauter. Ich persönlich bin ich mehr von indischen Astrologie überzeugt. Erstmal sehen wir die 12 Häuser. Ich benutze diesen Begriff Häuser nicht, das ist für mich nicht vertraut. Für mich sind es Lebensbereiche und alle 12 ergibt sich das Ganze. Das könnte ich als Haus vorstellen, aber innerhalb von diesem Haus sind Räumlichkeiten, Lebensbereiche. Und beginnt natürlich mit dem ersten Lebensbereich und das symbolisiert unsere Persönlichkeit. So sind wir auch wahrgenommen und so die einzelnen Themen. Ich möchte das nicht jeden Tag wiederholen, welchen Themen. Ich betone das, wo auch Energie fließt. Hier seht ihr das Wassermann und die Tierkreiszeichen Löwe ein bisschen außerhalb liegt. Die beiden sind eingeschlossen. Das fühlt sich an, auch für die Löwengeborenen, auch für die Wassermanngeborenen, wie eingeschränkt zu sein. Und das handelt sich in erster Linie um die Werte, um die Finanzen, um ämtliche Situationen, damit umzugehen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf und das ist das erste Lebensbereich, das beeinflusst unserem Aussehen, unserem Auftreten und so sind wir auch wahrgenommen. Das ist wie ein Lokomotiv. Die Schütze zieht die Lokomotiv und dann folgen die einzelnen Tierkreiszeichen. Mond befindet sich auch im Schütze. Neumond ist vorbei, aber Mond ist nach westlicher Astrologie immer noch im selben Tierkreiszeichen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Skorpion beherrscht zwei Lebensbereiche. Einmal die Freundschaften, Bekanntschaften, die Wünsche, auch Begegnungen mit gleichgesinnten Menschen, in einer Gruppe etwas organisieren, aber beherrscht auch die Geheimnisse, das verborgenen und auch karmischen Themen. Hier befindet sich Merkur und es handelt sich um Gespräche, um Wissen, auch geheime Wissen oder irgendwelche Geheimnisse und das werden die Skorpiongeborenen jetzt erfahren, weil jemand vertraut denen ihren Geheimnisse. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, aber im 11. Lebensbereich und das bedeutet Freundeskreis, Bekanntenkreis oder Treffen mit Gleichgesinnten. Natürlich ist es möglich, gerade in diesen Kreisen die große Liebe zu begegnen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Wassermann ist hier eingeschlossen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen.
Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Wie der Wassermann hier in die Mitte ist eingeschlossen. Und Chiron befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen und zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen. Die Lebensbereiche, wo die Energie fließt, erstes Mal das erste Lebensbereich im Tierkreiszeichen Schütze, das ist die Persönlichkeit, die Ausstrahlung, das Auftreten und die Bedürfnis wahrgenommen zu werden und mit unserem Größen bewusst zu sein und das in Ausdruck bringen. Natürlich ist es sehr wichtig für die Schützengeborenen, aber das spiegelt etwas für die gegenüberliegende Zwillingsgeborenen und damit sollen die Zwillingsgeborenen auch bewusst sein. Auf ihren Auftreten, auf ihren Persönlichkeit oder ihren Aussehen zum Achten nicht verstecken, auch nicht zulassen, dass man verdrängt, sondern sich in die Mitte stellen und etwas präsentieren. Und hier handelt es sich um das eigene Ich. Das mal zum Zeigen, selbstbewusste Auftreten ist sehr wichtig und mit dem eigenen Größen auch bewusst zu sein. Und dann bringt Jupiter auch Glück. Natürlich bei Jupiter-Energie handelt es sich auch um die Gerechtigkeit oder zeigt viele Ungerechtigkeiten auch im Leben, also öffnet die Augen auf die Ungerechtigkeiten. Die zweite Lebensbereich ist auch betont und hier handelt es sich um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Die Wassermanngeborenen sollen sie sich befreien von etwas, auch die Löwengeborenen sind auch eingesperrt. Die Tierkreiszeichen Fischen ist sehr wichtig, die Kommunikation, die Medien, die Schulungen, die Nachrichten, Austausch, da die Kraft einzusetzen, aber es läuft etwas unklar, undeutlich. Mars und Neptun stehen in Verbindung, sie wirken zusammen. Bei Neptun ist es wunderbar, wenn das um Kunst und Kreativität geht, weil Neptun stärkt die Träume, die Visionen, auch die Inspiration. Wenn es um anderen Lebensbereichen handelt, wo wir Klarheit brauchen, es ist nicht einfach mit diesem Neptun-Energie, weil das fühlt sich an wie benebelt. Fehlt die Klarheit, fehlt die Orientierung. Kommt auch Spannung von der Sonnenkraft. Mars, Neptun steht in Verbindung zum Sonne und das ist eine Herausforderung und Sonne möchte etwas klar und deutlich sehen und erkennen und Neptun ist alles andere als diese Klarheit. Bei Neptun-Energie handelt es sich oft um Drogen und Alkohol, dieser benebelte Zustand. Das kann auch ein Hinweis sein durch diesen Chiron-Einfluss, dass da Heilung braucht. Wo noch Energie fließt, das ist der tiefste Punkt des Horoskopes, das zeigt Basis und Fundament. Und hier kommen Umbrüche und Veränderungen durch diese Uranus-Energie. Aber diesem Lebensbereich zeigt auch unser eigenes Zuhause. Das kann Veränderungen sein wie ein Umzug. Wo noch Energie fließt, das ist die 11., 12. Lebensbereich. Hier handelt es sich um Freundschaften, Treffen mit gleichgesinnten Menschen. Das sind Kontakte, Begegnungen, Venus-Energie verschönert das alles. Oder in diesem Lebensbereich winkt die Liebe. Und hier bei Merkur im 12. Lebensbereich bedeutet Geheimnisse, dass jemand die Geheimnisse vertraut oder wir sollen etwas geheim halten. Aber die 12. Lebensbereich bedeutet auch geheime Feinde und das ist auch möglich, besonders wenn es um die Liebe geht.
Noch ein Blick in die Mitte. Hier befindet sich der Tagesengel nach Kabbala und das ist Engel Leiazel. Engel Leiazel ist Engel der Tröstende, hilft im Vertrauen zum Bleiben, Vertrauen an uns selbst, stärkt unsere Fähigkeiten, hilft Problemen lösen, eine Lösung, damit wir Klarheit bekommen, befreit uns von Sucht, Abhängigkeit, Unterdrückung, spendet uns Trost, gibt uns Kraft, beendet eine Zeitperiode und klärt unsere Gefühle. Dieser Engel steht in Verbindung zum Mond, steht in Verbindung zum Luftelement und steht in Verbindung zu Tierkreiszeichen Waage. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit.
und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein, passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.